Heute schließen wir das Thema Grundlagen der passiven Bauelemente ab und was uns dazu noch fehlt, ist der Kondensator. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Nachdem wir uns letztes Mal mit dem magnetischen Feld beschäftigt haben, geht es heute um das elektrische Feld. Jede elektrische Ladung ist von einem elektrischen Feld umgeben, welches die Kraftwirkung zwischen den Ladungen überträgt. Genauso wie das magnetische Feld nimmt es mit der Entfernung vom Ursprung ab. Mit steigender Anzahl der Ladungen addieren sich die einzelnen elektrischen Felder. Welche Rolle spielt das beim Kondensator? Das klassische Modell, mit dem man den Kondensator gerne erklärt, ist der sogenannte Plattenkondensator. Zwei voneinander isolierte Metallplatten stehen sich gegenüber. An diese Platten schließen wir jetzt eine Spannungsquelle an. Eine elektrische Spannung ist ja nichts weiter als ein Ladungsunterschied. Am Minuspol haben wir einen Überschuss an Elektronen, am Pluspol einen Elektronenmangel. Verbinden wir jetzt beide Pole, dann fließen so lange Elektronen zum Pluspol, bis der Ladungsunterschied ausgeglichen ist. Unsere Kondensatorplatten sind aber voneinander isoliert und deshalb kommen die Pole nicht zusammen. Es findet aber dennoch ein Ladungstransport statt. Der Pluspol saugt die freien Elektronen der angeschlossenen Platte ab. Zurück bleiben positive Atome und die Platte wird selbst positiv. Auf der anderen Seite verteilt sich der Elektronenüberschuss auf der gegenüberliegenden Platte. Normalerweise würden sich die Elektronen aus dem Weg gehen, weil sie ja die gleiche Ladung besitzen. Sie finden aber die positive Platte so attraktiv, dass sie sich doch in größerer Anzahl dort versammeln. Je positiver die eine Platte wird, was ja gleichbedeutend ist mit der Höhe der angelegten Spannung, umso mehr Ladungen stehen sich im Kondensator gegenüber. Über das elektrische Feld halten sich die Ladungen jetzt gegenseitig fest. Entfernen wir die Spannungsquelle, bleibt der Kondensator geladen und kann jetzt selbst als Spannungsquelle dienen. Im elektrischen Feld des Kondensators können wir also elektrische Energie speichern. Was wir jetzt aber brauchen, ist wieder eine Größe, mit der wir rechnen können und die uns beschreibt, wie groß das Speichervermögen eines Kondensators ist. Der Begriff der Kapazität wird oft auch in anderen Zusammenhängen benutzt. Beim Kondensator sagt sie uns, wie viele Ladungen bei einer bestimmten Spannung gespeichert werden können. Q ist die Ladungsmenge und U die Spannung am Kondensator. C ist das Formelzeichen für die Kapazität mit der Maßeinheit Farad, benannt nach Michael Faraday. Jetzt nicht den Fehler machen und denken, dass die Kapazität von der Spannung abhängig ist. Mit der Spannung ändert sich auch die Ladungsmenge im Kondensator. Der Quotient Q durch U bleibt konstant. Die Kapazität ist nur abhängig vom Aufbau des Kondensators. Das kennen wir ja schon von den anderen Bauelementen, die wir auch anhand ihrer Konstruktion berechnen konnten. Rho mal L durch A beim Widerstand, etwas komplizierter bei der Induktivität der Spule. Und beim Kondensator wird es wieder recht einfach, denn die Kapazität hängt nur von drei Faktoren ab. Mit etwas Überlegung ist das nicht schwer zu verstehen. Wie können wir die Zahl der Ladungen erhöhen, die auf einer Kondensatorplatte Platz finden? Natürlich, indem wir die Platte selbst vergrößern. In eine große Flasche passt ja auch mehr Wasser als in eine kleine. Die Kapazität ist also abhängig von der Fläche A der Kondensatorplatten. Das elektrische Feld im Kondensator, das die Ladung festhält, ist abhängig von der Entfernung. Deshalb spielt es auch eine Rolle, in welchem Abstand sich die Kondensatorplatten befinden. D ist die Dicke des Dielektrikums, so nennt man nämlich den Stoff zwischen den Kondensatorplatten. Mit größer werdendem Abstand können weniger Ladungen gehalten werden und die Kapazität sinkt. Immer wenn wir es mit einem griechischen Buchstaben zu tun hatten, steckte dahinter irgendeine Materialabhängigkeit. So ist es auch hier. Epsilon ist die sogenannte Dielektrizitäts- oder Influenzkonstante und sie ist abhängig vom Material des Dielektrikums. Sie besteht aus zwei Teilen. Epsilon 0 ist die Dielektrizitätskonstante im Vakuum. Wer den Wert nicht gleich parat hat, kann ihn sich auch anders berechnen. 1 durch μ0 mal c².
μ0 war ja 4π mal 10 hoch minus 7 Voltsekunden durch Ampermeter und c ist die Lichtgeschwindigkeit. Daran sieht man wieder sehr schön, wie eng doch Elektrizität und Magnetismus zusammenhängen. Epsilon r ist die relative Dielektrizitätskonstante eines Materials im Vergleich zum Vakuum. Sehr große Kapazitätserhöhungen werden wir damit allerdings nicht erreichen, denn Epsilon r bewegt sich im einstelligen bis unteren zweistelligen Bereich. Ausnahmen sind ein paar Spezialkeramiken, die aber nicht für jeden Einsatzzweck geeignet sind. Was aber auch auffällt, Epsilon r ist immer größer gleich 1. Für alle, die jetzt ein bisschen schlauer sein wollen als der Rest, sehen wir uns mal an, woran das liegt. Gehen wir aus von einem geladenen Kondensator im Vakuum. Zwischen den Platten befindet sich ein elektrisches Feld, was abhängt von der Spannung. Jetzt bringen wir ein anderes Dielektrikum zwischen die Platten. In einem Isolator sind die Elektronen an ihre Atome bzw. Moleküle gebunden und können sich jetzt nicht frei in Richtung der positiven Elektrode bewegen. Sie fühlen sich aber dennoch von ihr angezogen und deshalb verlagern sie ihre Aufenthaltswahrscheinlichkeit in dem Molekül in Richtung der positiven Platte. Die Moleküle werden jetzt auf der einen Seite leicht negativ und auf der gegenüberliegenden Seite leicht positiv. Man nennt diesen Vorgang Polarisation. Es entstehen kleine Dipole, die ihrerseits jetzt auch wieder kleine elektrische Felder erzeugen. Diese Felder sind aber dem Feld unserer Kondensatorplatten entgegengerichtet. Dadurch sinkt jetzt die Gesamtfeldstärke zwischen den Kondensatorplatten und mit ihr auch die Spannung. Die Zahl der Ladungen bleibt aber konstant. Was bedeutet das, wenn wir die gleiche Zahl Ladungen bei einer niedrigeren Spannung halten können? Die Kapazität hat sich erhöht. Man kann das Ganze auch umgekehrt sehen. Wenn wir an den Kondensator eine konstante Spannung anlegen und jetzt das Dielektrikum einführen, kann er mehr Ladungen speichern. Diese Polarisation findet immer statt, außer im Vakuum, denn da ist nichts, was polarisiert werden kann. Jedes Dielektrikum ist also besser als das Vakuum, denn nichts lässt sich schlechter ausrichten als das Nichts. Um ein εr kleiner 1 zu bekommen, müssten sich diese Dipole genau entgegengesetzt ausrichten. Also Minus zum Minus und Plus zum Plus. Das widerspricht aber den Naturgesetzen und wird so nicht passieren. Das Verhalten im Gleichstromkreis haben wir ja schon besprochen. Am Anfang fließt ein hoher Ladestrom und die Spannung am Kondensator ist noch 0. Während des Aufladens sinkt der Strom in dem Maße, wie die Spannung am Kondensator ansteigt. Ist die Maximalspannung am Kondensator erreicht, fließt kein Strom mehr und der Kondensator wirkt wieder wie ein Isolator. Am Anfang hat der Kondensator einen endlichen Widerstand. Es sieht so aus, als wären die Platten miteinander verbunden. Dieser Widerstand existiert aber nicht wirklich, denn eigentlich finden ja nur Ladungsverschiebungen statt. Deshalb spricht man hier wieder von einem Schein- oder Blindwiderstand. Ein ungeladener Kondensator wirkt fast wie ein Kurzschluss. Während der Kondensator lädt, erhöht sich allmählich dieser Widerstand, bis er am Ende fast unendlich groß ist und wieder vernachlässigt werden kann. Wie bei der Spule verlaufen Strom und Spannung nicht identisch. Der Strom läuft der Spannung immer voraus. Was passiert im Wechselstromkreis? Die Spannung ändert ständig ihre Höhe und ihre Polarität. Der Kondensator wird laufend aufgeladen, wieder entladen, in die entgegengesetzte Richtung geladen und wieder entladen. Das wiederholt sich mit jeder Periode der Wechselspannung. Es fließt ein ständiger Lade- und Entladestrom. Von außen sieht es so aus, als würde ein Strom durch den Kondensator hindurchfließen. Der Kondensator wird also für Wechselstrom durchlässig und setzt ihm nur noch seinen Scheinwiderstand entgegen. Die Größe des Scheinwiderstandes berechnet sich aus der Höhe des Stromes, der fließt. Wovon hängt er ab? Bei größerer Kapazität müssen mehr Ladungen hin und her geschaufelt werden. Dieser größere Ladungsstrom führt dazu, dass der Widerstand sinkt.
Atom ist ja Ladungsmenge pro Zeiteinheit. Finden diese Umladevorgänge schneller statt, ist das auch gleichbedeutend mit einer Stromerhöhung. Und die Geschwindigkeit, mit der das passiert, hängt von der Frequenz der Wechselspannung ab. Mit steigender Frequenz wird der Kondensator also immer durchlässiger. Auch hier läuft die Spannung dem Strom immer hinterher. In Rot wieder die Spannungskurve und die gelbe Kurve zeigt den Stromverlauf. Der Strom eilt der Spannung um eine Viertelperiode bzw. 90 Grad voraus. Sowohl bei der Frequenzabhängigkeit des Blindwiderstandes als auch bei der Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung verhält sich der Kondensator genau entgegengesetzt wie die Spule. Das trifft auch zu auf die Reihen- und Parallelschaltung. Eine Parallelschaltung von Kondensatoren entspricht der Vergrößerung der Plattenflächen. Die Kapazitäten der Kondensatoren addieren sich. Eine Reihenschaltung kann man sich vorstellen wie die Vergrößerung des Plattenabstandes. Die Gesamtkapazität ist kleiner als die Kapazität des kleinsten Kondensators. Anwendung finden Kondensatoren zum Beispiel für die Glättung von pulsierenden Gleichspannungen in Netzteilen oder zur Pufferung von Betriebsspannungen bei kurzzeitig auftretenden Spitzen in der Stromaufnahme bei Schaltungen. Wir haben ihn aber auch schon kennengelernt als Zeitglied in Verbindung mit einem Widerstand beim Multivibrator oder als Bestandteil des Schwingkreises beim Oszillator. Er wird auch gerne verwendet in Schaltungen, um Gleichspannungen abzublocken. In dieser Verstärkerschaltung sind die Stufen über einen Kondensator gekoppelt, damit die nachfolgende Stufe nicht den Arbeitspunkt der ersten Stufe beeinflussen kann. Durch die Frequenzabhängigkeit des Blindwiderstandes finden wir Kondensatoren aber auch in Filtern wieder. Erinnern wir uns nochmal an den Hoch- und Tiefpass bei der Spule. Da sich die Frequenzabhängigkeit des Blindwiderstandes beim Kondensator genau entgegengesetzt verhält, sind beim Filter mit einem Kondensator die Positionen der Bauelemente vertauscht. Diese Keramikkondensatoren kommen dem Plattenkondensator noch am nächsten. Zur Erhöhung der Kapazität sind manche mehrschichtig aufgebaut. Es gibt Keramikkondensatoren auch in Röhrchenform. Hier sind die Elektroden auf der Außen- und Innenseite des Röhrchens aufgebracht. Sehr hochwertige Kondensatoren bekommt man mit einem Dielektrikum aus Glimmer. Das ist ein natürliches Mineral, welches sich in dünne Scheiben spalten lässt. Um Platz zu sparen, werden Elektroden aus Metallfolien verwendet und mit einer Isolationsschicht zu einem Wickel aufgerollt, wie bei diesem Folienkondensator. Eine besondere Form sind die sogenannten Metallpapier- oder kurz MP-Kondensatoren. Auf eine Papierisolation werden dünne Metallschichten aufgebracht. Anschließend wird das Papier mit Öl getränkt, was die Spannungsfestigkeit erhöht und verhindert, dass das Papier Feuchtigkeit aufnimmt. Danach kommt der Wickel in ein auslaufsicheres Gehäuse. Nachfolger sind die MK-Kondensatoren mit einer beschichteten Kunststofffolie. Beide Typen besitzen gewisse selbstheilende Eigenschaften. Kommt es bei einem Folienkondensator durch eine Überspannung zu einem Durchschlag, verschweißen sich die Folien und der Kondensator ist kurzgeschlossen. Bei den MP- und MK-Kondensatoren verdampft die dünne Metallschicht an der Stelle und der Kondensator kann meist weiterverwendet werden, wenn auch mit etwas geringerer Kapazität. Braucht man große Kapazitäten auf kleinem Raum, werden oft Elektrolytkondensatoren verwendet. Die Besonderheit ist, dass man bei ihnen auf die Polarität achten muss. Deshalb ist sie auf dem Gehäuse markiert. Hier der Minuspol, verbunden mit dem Gehäuse. Und bei diesem Kondensator ist der Pluspol markiert. Sehen wir uns den Aufbau eines Aluminium-Elektrolyt-Kondensators an. Eine Elektrode besteht aus einer aufgerauten Aluminiumfolie. Durch die Struktur bekommt die Folie eine größere Oberfläche. Anschließend bringt man eine dünne Isolationsschicht aus Aluminiumoxid auf. Da es unmöglich ist, eine passgenaue Metallelektrode herzustellen, benutzt man als Gegenelektrode ein Elektrolyt,
also eine elektrisch leitfähige Flüssigkeit, die sich der Struktur genau anpassen kann. Bei falscher Polung des Kondensators löst sich die Isolationsschicht auf und der Kondensator wird durchlässig. Dadurch kann sich der Elektrolyt so stark erhitzen, dass einem im wahrsten Sinne des Wortes der Kondensator um die Ohren fliegen kann. Auch bei längerer Lagerung in spannungslosem Zustand kann sich die Oxidschicht abbauen. In den meisten Fällen kann der Kondensator aber wieder neu formiert werden, das heißt, die Isolationsschicht wird langsam wieder aufgebaut. Vorausgesetzt, der Kondensator ist nicht ausgetrocknet und der Elektrolyt nicht ausgelaufen. Alte Elektrolytkondensatoren sind eine berüchtigte Fehlerquelle in Geräten. Hier zwei Kondensatoren mit veränderlicher Kapazität. Die Plattenpakete können gegeneinander verdreht werden, sodass sich die Fläche verändert, mit der sich die Platten gegenüberstehen. Nach dem gleichen Prinzip funktioniert dieser Trimmer für einmaligen Abgleich. Die drehbare Keramikscheibe ist zur Hälfte mit Metall beschichtet und auf dem feststehenden Keramikteil darunter befindet sich eine gleiche Elektrode. Zu erwähnen sind noch die sogenannten Superkondensatoren. Der Name rührt daher, dass sie auf kleinem Raum sehr hohe Kapazitäten bieten können. Sie werden vor allem eingesetzt zur Pufferung von Spannungsquellen und können kurzzeitig sehr hohe Spitzenströme liefern. Ihnen liegt ein anderes Prinzip zugrunde, nämlich das der sogenannten Helmholtz-Doppelschichten. Die Erklärung bietet genügend Stoff für ein gesondertes Video. Wir merken uns nur, dass es sie gibt und wie man sie einsetzt. In den drei Videos zu den passiven Bauelementen gingen wir oft von reinen ohmschen Widerständen, Induktivitäten oder Kapazitäten aus. Tatsächlich steckt in jedem Bauelement etwas von allem. Dass der Draht einer Spule oder die Zuleitung und Metallfolien eines Kondensators auch einen ohmschen Widerstand besitzen, leuchtet wohl ein. Diesem Drahtwiderstand ist die Spule deutlich anzusehen. Diese zweiadrige Leitung hat nicht nur einen ohmschen Widerstand, sondern auch eine Induktivität, selbst wenn sie nicht auf eine Kabelrolle aufgewickelt ist. Die zwei voneinander isolierten Leiter haben viel von einem Kondensator. Dieses kurze Stück Koaxialkabel kann einen ganzen Schwingkreis ersetzen. Es besitzt eine Kapazität, aber auch eine Induktivität und damit eine Eigenfrequenz. Diese parasitären Kapazitäten und Induktivitäten spielen natürlich erst bei sehr hohen Frequenzen eine Rolle. Bei Gleichspannung oder niedrigen Frequenzen können wir sie in der Regel vernachlässigen. Wer sich aber mit Hochfrequenztechnik beschäftigt, sollte das im Auge behalten und sich Bauelemente besorgen, die speziell für diese Zwecke entwickelt wurden. Ich hoffe, ich konnte etwas zum besseren Verständnis der Bauelemente beitragen. Denn das ist die Voraussetzung, um die Funktion von elektronischen Schaltungen besser zu verstehen.